Servus und grüß euch zur Folge 112 von Tupper und Tosp. Ich bin mir am Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann gucken wir mal weiter an. Psychiatrie, glaube ich, dürfen wir auch mal irgendwo etwas ausbauen. Den können wir nach Hause schicken, weil wir brauchen jetzt als erstes einen Forscher. Oder wir bilden mal einen aus. Und da haben wir jemanden mit Forschung. So. Haben wir denn noch für Möglichkeiten, hier Grundstücke zu kaufen? So viel größere Räumlichkeiten, interessant, ne? Schau her, da brauchen wir schon. Ich glaube, dass wir da oben eine Psychiatrie auf alle Fälle hier bauen. Und den werden wir auch noch umbauen, noch da oben und einen zweiten brauchen. Wobei da der Hubschrauber Landeplatz ist, ist das, dass ich da unten viel besser anbieten, wenn das immer die Patienten mit Notfällen haben. Dann werden wir gleich mal die Psychiatrien noch da oben verlegen und die mal schließen. Genau, dann müssen wir das Ganze ein bisschen umplanen und umbauen. So, Psychiatrie. Brauchen wir immer dreimal. So, einen Sessel, eine Couch, einen Sichtschutz, zwei Fensterchen. Ja, Kamin war jetzt schlecht, wenn es einer eh schon zu warm ist. Ich glaube, da gehen doch auch immer noch Teppiche rein. So. Erzeugt ernsthaft wissenschaftlicher Unsinn. Das ist doch bei der Psychiatrie schon mal genau das Richtige, würde ich sagen. Da macht es ein Bücherregal beim Psychiater, glaube ich, auch immer gut. So, und dann hängen wir ihm da noch ein paar. Eine Anatomie des Gehirns ohne. Einen Rohrschachttest beim Psychiater. Eine Clownerei. Und eine. Ah, Rock'n'Rollitis. Gute Freddie Mercury. So, einmal. So. Machen wir mal kurz, ganz kurz Pause. Drei Mitarbeiter weiterbilden können wir mal ablehnen. Das machen wir auch noch nicht jetzt. Sondern wir kopieren uns jetzt einmal die Psychiatrie. Und kopieren uns die Psychiatrie noch einmal. So. Bei den Objekten da ein paar Bänke davor hin. Dann brauchen wir das passende Personal. Jetzt schauen wir mal. Da haben wir noch jemanden, der das kann. Und Psychiater haben wir ja eh noch dort. Dann läuft das Ganze hoffentlich da oben auch besser an. Da werden wir dann das Zimmer unten einmal schließen. Spritzenhaus vielleicht ins Eck bauen und dann nochmal so eine. Nein, ich auch nicht. So, und die Bagger einbauen dann noch. Ich hoffe, dass wir das hier bringen. Wieder so früh. Plan, Umplanung. Nein, nicht den. Muss jetzt das ganze Zimmer bitte mal anheben.
Kann ich doch eigentlich auch. Was konnte man noch verschieben? Arbeiten. Forschung braucht. Nicht irgendwo da herum einbauen. Könnte man die nicht irgendwo da oben umbauen? Was braucht der Forschung? 4x3, glaube ich, ja? Geht es ums Zipfelchen da wieder nicht aus? Man baut es da oben auf. Ja. So. Das kann weg. Ich komme nicht an die Fenster dran. Na, die Plakate, was muss da weg? Muss nicht nur platziert werden. Bauen wir es doch einfach um, schon, ja. Die Tür da im Eck. Ja, kann man auch lassen. So. Wusch. Hier dann einmal drehen, kommt dann da her, kann ich so nicht kopieren, oder was? Kopieren. Minus, nehmen, ne? Ich möchte das ganze Zimmer nehmen und da absetzen. Lassen wir das mal so. Dann lassen wir das Ganze noch mal so. Dann haben wir vielleicht noch. Was bauen wir denn da noch davor? Hier ein paar Bänkchen oder sowas. Silberne Bänkchen. So. Weg. So. Forschung ist da oben, dann verteilt sich das Ganze hoffentlich ein bisschen besser. Dann verteilt sich das Ganze besser. Vielleicht auch noch. Schau, glaube ich mal nicht, wie viel haben wir denn Hausmeister? 3 Stück. Assistenten 2. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Ist der schon wieder beim Pausemacher, der faule Hund, der. So.
Psychiatrie, das wird das nächste, was wir dann umbauen, leider so. Ja. Mit deinen Updates. Großartig, im Vergleich zu unserem Online-Regal schneidet unser Krankenhaus mit einer Punktezahl von 1.359.415 Dollar in der Kategorie Objekt des Krankenhauses am besten ab. Ne? Jetzt müsste nur die Forschung da sich einmal. Habt ihr die neueste Ausgabe unser Forscher? Gelesen? Was ist denn unser Personal? Solltet ihr auch. Was ist denn unser Arzt mit Forschung? Deswegen hört ihr auch Harrison Wolfs Stunde. Achso, du bist auch noch gleichzeitig Psychiater. Da haben wir niemand. Jetzt geht's da weiter. Nein, noch nicht. Das kommt noch. So. Abgeschlossen. Patient mit Pixelose. Jawohl. 4 von 7. Das ist aber nicht gut. Da geht mehr. So, und der ist draußen. Aber bitte verlassen Sie auch irgendwann das Krankenhaus. Dieses Zimmer schließen. Und verkaufen. So, die kommen weg. Was haben wir denn da? Seismische Aktivitäten. Oh, hier gingen die Erdbeben schon wieder los. Weg. So, dann möchte ich dich einmal nehmen. Bitteschön. Jetzt nutzt du ins Eck, aber vergrößern wir das Ganze um 2 Punkte. Erdbebenwarnung. Das sind nicht bloß Ihre Medikamente. Warte mal, die Fenster müssen da sowieso weg. So, Tür ist da vorne. Das heißt, das müsste jetzt alles wieder stimmig sein und los geht's. So. Zimmer. Auflösungslabor. Werden wir wahrscheinlich da nicht herbringen, oder? Ja. Kostet zwar wieder einen Haufen Geld. Wenn es aber herpassen würde, wäre mir das ganz recht. Wird nicht gehen, weil da eine Bank im Weg steht, gell? Dann können wir die Tür da jetzt herbauen. Ja. Die wieder da umbauen. Bauen wir da noch einen großen Debugger ein. Eine Mülltonne. Ein paar Fenster zum Hof. So, eine Klimaanlage. So optisch nicht der Burner da, der Trakt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber soll eigentlich dann dem Ganzen dienen. Den können wir nach Hause schicken, nicht jetzt. Bert Grünlich, so, wo ist denn der Bert Grünlich? Der Bert Grünlich. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Herzrasers gebeten. Der Patient. So, was haben wir denn da zuerst? Mehr Geld. Beförderung.
Eine Frakturstation, die haben wir auch noch nicht gehabt. Patient bitten zu warten. Pause, so. Das heißt, wir werden jetzt damit großflächig zuschlagen. Eine Frakturstation darf sie vielleicht da herum noch anbieten. Zimmer. Wieder 4x3 groß sein. Bauen wir da noch im Eck ein bisschen was dran. Gut, die Eckplatzierung macht ja nichts. So. Die Frage ist halt, wie viele Bettchen brauchen wir jetzt da wieder einige? Moment einmal, nur zwei hier. Du brauchst einen Krankenpfleger. Einstellen, Krankenpfleger. Oh, da wird es erstens wieder zu warm. Was liegt denn da umeinander? Wir brauchen noch Klimageräte. Jetzt müsste das in den Zimmern einmal in Ordnung ist. So, was machen wir jetzt da? Da werden wir nichts mehr hinstellen können. Ein Popstar. Weiterbildung noch nicht jetzt. Lasst euch noch ein bisschen Zeit. So. Achtung, Promi. Bitte priorisieren Sie den Unterhaltungswert für unseren Gast über das Wohlergehen der Patienten. Und kotzen Sie bitte nicht wieder wie immer auf den Gang. Gleich beginnen wir mit unserem Telefongewinnspiel, das euch aus den Socken hauen wird. Mann, was für ein Hauptpreis! Ihr werdet es nicht glauben. Bleibt einfach dran und ihr erfahrt es nach dem nächsten Song. Schaut, jetzt hätte ich wissen müssen, was es da für einen Hauptpreis zu gewinnen gibt. War jetzt interessant gewesen, durchaus. So. Kopieren. Den machen wir gerne mal daneben her. Dann schauen wir mal. Objekte. Ein paar Bänkchen davor noch hinbauen. Ich weiß es nicht. Lustig, vergisst nie ihre Jacke irgendwie her. Das Jahr ist fast vorüber. Oh. Na, Spannung. Arbeitgeber des Jahres und aufsteigender Stirnhammer. Nein. Haben die mit zwei bestückt, gut. Dann kriegt jetzt aber einer dann ein zusätzliches Personal. So. Und ein Hausmeister stellen wir jetzt auch noch eine neue Lösung.
oben noch ein stilles Örtchen einbauen. Reicht es aus? Macht den Gang noch schmäler, aber bringt in dem Fall zwar wahrscheinlich wenig, tut uns jetzt aber auch nichts. Machen wir ein bisschen größer da. Schauen wir dann, ob wir das Waschbecken noch so da an. Ja, das scheint doch gut zu funktionieren vom Platz her. Ne? Das Gegenteil eines Heizkörpers wäre jetzt interessant. Und einen Desinfektionsbänder. Wo haben wir denn sowas noch? Da ist er. Wichtige Durchsage. Bitte achten Sie auf Durchsagen. So. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Die haben wir. Psychiatrie haben wir. Nach Hause schicken. So, und da herum. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Energietrinkautomat, Luxus-Snackautomaten. So, dann gibt es da herum noch eine Klimaanlage her. Und da im Gang auch noch eine. Vielleicht hier noch. So, dann bauen wir jetzt mal für die Belustigung. Vielleicht da rum noch einer. Kommt keiner hin. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Na, da vielleicht irgendwo interessant, gell? Passt ja wegen der Klimaanlage nicht hin. Vielleicht einen Zeitschriftenstand einer bringen. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Nein, das war zu überladen, glaube ich. Jetzt raus, brauchen wir auch noch einen zweiten. So weit weg seid oder die Song, ne? Ja, dann da die Song bauen wir den beim nächsten Mal noch ein. Gucken wir mal, was wir da noch haben. Eine Frakturstation haben wir eh. Kann ja herkommen. Dann werden wir das Krankenhaus dann noch schön ausbauen in der nächsten Folge. Verabschiede mich von euch bis dahin, wünsche euch alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Euer Maverick.